www.bild.de. Alle Stimmen zu dem Weggang von Bastian Schweinsteiger im Internet. Und da haben wir den Schiedsrichter dieser Partie, Bernd Heinemann aus Magdeburg. Und da kommen sie, Van Beuten, Roy Mackay rechts, dann Hansi Flügler, Jorginho, die Namen, die Kovac-Brüder und dann Sergio. Immer ein Lächeln auf den Lippen, richtig gute Jungs. Oliver Kreuzer, einst Innenverteidiger, dann Manager. Und da haben wir Michael Sternkopf links, Alexander Zickler. Irgendwie schaut er schon ein bisschen stolz, der Kalle Rummenigge. Haben sie bislang prima gemacht, diese Teampräsentation, und ich bin überzeugt davon, auch diese Partie der All-Stars dieser beiden berühmten Vereine ist prächtig organisiert. Rechts sehen Sie Christian Ehrlinger, hat auch wieder ein gutes Verhältnis zu den Bayern. War ja dann nach Hoeneß hier der Manager, hat nicht so hundertprozentig funktioniert, aber auch das ist abgehakt. Die älteren Herren aus Italien, immer unangenehm zu spielen. Sie, noch berühmt damals für den italienischen Catenaccio. Wenn du gegen die Italiener mal 0-1 zurücklagst, dann war Feierabend, da ging gar nichts mehr. Paolo Sergio, na, noch ein bisschen rüber das Trikot, übers etwas größere Bäuchchen als damals. Der Kapitän Javier Zanetti bei Bernd Heinemann. Javier Zanetti, der Argentinier, eine Legende, Rekordspieler von Inter Mailand. Und Sie hören den Jubel um Roy Mackay. Das war noch ein richtig alter, geiler Torjäger. Ball irgendwo und rein mit dem Ding. Hans Flügler, haben Sie gerade gehört, ein echter Weltmeister. Schon lange hier der Chef in der Marketingabteilung, Verkauf von den Trikots, ist auch ein Studierter, der Hansi Flügler. Ist ein Stahlbauingenieur, hat auch den Abschluss gemacht, Hansi Flügler. Roy Mackay, Harald Czerny war auch bei den Münchner Löwen, bei den Blauen, ein Blauer und ein Roter war also Czerny, auch das gibt es noch, oder gab es noch damals, auch ein Jens Jeremies, der war ja bei 60 und bei Bayern München. Da haben wir Niko Kovac bei Hans Flügler. Niko Kovac, derzeit Nationaltrainer der Kroaten.
Und auch sein Bruder ist dabei, Robert Kovac, sein Co-Trainer bei der kroatischen Nationalmannschaft. Der sowohl für den FC Bayern als auch für Unter Mailand spielte. Er wird den Anstoß machen, unser Vorstandsvorsitzender. Und dann geht's los. Zweimal für Di Biagio. Und los geht's, der Vorstandsvorsitzende, der, denke ich mal, in den letzten Tagen und Stunden richtig im Stress war mit der Bastian Schweinsteiger-Nummer, wird sich auch denken, Mann, da ist das erste Bundesligaspiel noch nicht gespielt und schon geht's hier wieder rund bei den Bayern, aber das kennen wir nicht anders in den letzten Jahren. Giuseppe Bergomi mit der Nummer 2, Zanetti mit der Nummer 4, das sind so die Großstars. Giuseppe Bergomi, Javier Zanetti, auch Luigi Di Baggio mit der Nummer 21, können Sie dann mal gucken. Das ist der Grieche, der Obergrieche von Otto Rehhagel, Georgios Karagounis, der Rekordnationalspieler Griechenlands. Niko Kovac, da gibt es hier auch große Altersunterschiede bei beiden Mannschaften. Da steht ein Paul Breitner, der sicherlich immer noch fit ist, aber nicht mehr topfit. Und dann ist da ein Alexander Zickler mit der Nummer 21 zum Beispiel, der sicherlich noch richtig viel drauf hat. Aber das ist auch bei den Italienern so. Die älteren Herren mit Giuseppe Baresi, 57 zum Beispiel, oder dann auch ganz junge, die erst so Mitte 30 sind. Ich bin mal gespannt, ob die es auch ein bisschen langsamer angehen lassen. Zanetti. Wieder Zanetti. Der hat ja vor kurzem noch gespielt. Der ist ja noch topfit, der Argentinier. Überhaupt schaut es so aus, dass bei Inter insgesamt jetzt gerade vielleicht der ein oder andere Spieler im Schnitt oder die Mannschaft im Schnitt etwas jünger ist als die der Bayern. Da haben wir ihn, Javier Zanetti mit der Nummer 4, Rekordspieler von Inter Mailand. Und Zickler mit der Hacke Richtung Magdei. Zanetti. Von 1995 bis 2014 war Javier Zanetti bei Inter Mailand und er war 15 Jahre, die Nummer 4 da unten, 15 Jahre war er Kapitän von Inter. Das ist schon ein Hammer, hat 618 Mal gespielt für Inter. Es gab nur einen in der Serie A, der häufiger gespielt hat, überhaupt in der Serie A, als Javier Zanetti, und das ist der große, berühmte Paolo Maldini. Der hat 647 Mal aber für AC Mailand gespielt. Also, das war der Großkonkurrent von Zanetti. Paolo Sergio. Die Arena immer noch gut gefüllt, die Temperaturen nicht mehr so doll. Colonese mit der Nummer 13, Francesco Colonese, Innenverteidiger, hat auch viermal in der Nationalmannschaft gespielt bei den Italienern. Da unten fast nur Nationalspieler, hüben wie drüben. Paolo Sergio, noch geht's gut. Zickler. Und im Tor Francesco Toldo, der 1,96 Meter Mann, 43 Jahre alt ist er. Schauen wir mal, Sergio auf Zickler. Francesco Toldo, auch 28 Mal in der Nationalmannschaft, hat bei Inter gespielt, unter anderem auch unter dem großen Trapattoni.
Das ist immer gut bei den alten Herren, steil, dass sie mal richtig sprinten müssen. Das haben sie alle richtig gern. Und ich denke mal, da wird dann bei Carbone auch schnell das nächste Päuschen kommen, wenn sie das häufiger machen. Bei der Nummer 10, Benito Carbone. Luigi Di Baggio, dann Zanetti, es läuft alles über Zanetti, so war das früher auch. Christian Kivu ist auch dabei mit der Nummer 26, hier haben wir ihn im Bild. Der Rumäne, der Techniker, 75 Mal Nationalmannschaft und der ist erst 34, also deswegen hier auch in der Anfangsphase Zanetti und Kivu. Auf der rechten Seite sehr aktiv. Weiter. Sergio. Weiter vom Bewegungsablauf immer noch typisch wie früher. Den könnten sie ohne Kopf einblenden, diese Trippelschritte und dieses Tänzeln von Breitner würde man immer erkennen, wenn man schon lange Fußball schaut, muss ich zugeben. Alles über rechts, über Zanetti und da haben wir den Kovac. Zanetti und immer schön steil, ja, richtig so, auf Carbone gegen Czerny. Harald Czerny war ja auch so ein wieselflinker Sprinter wie auf der anderen Seite Alexander Zickler. Die beiden lebten von ihrer Geschwindigkeit, von ihrem Antritt. Das waren jetzt keine technischen Oberkünstler. Breitner, Niko Kovac. Breitner überall zu finden. Schon erstaunlich, wie viel der da rumrennen kann, der Paule. Ist er immerhin 63 Jahre alt. Können Sie das vorstellen, Paul Breitner? Abseits. Abseits von Georgios Karagounis. Er war die rechte Hand von Otto Rehhagel. War natürlich auch dabei bei der Europameisterschaft. Karagounis. Aber der arme Karagounis durfte dann beim Endspielsieg nicht mitmachen, weil er gelb gesperrt war. Das ist ja fürchterlich. Kovac. Flankenwechsel. Mackay. Wieder Czerny. Die jungen Alten müssen es natürlich richten. Da gehört auch Zickler dazu. Sehr gut gemacht, energisch. Kovac, Sergio, Paolo Sergio. Mit seinem linken guten Paolo Sergio in die Arme von Francesco Toldo. '46 ist der Brasilianer, der 13-fache Nationalspieler, war 3 Jahre bei den Bayern, war auch in Leverkusen, dann in Rom, AS Rom, Weltmeister 94. Der zentrale Aufbauspieler ist auch im Jahre 2015 immer noch Paul Breitner.
Track Day ist zurück. Motorsport und Tuning.